Willkommen in Jumanji! Das ist ein Videospiel, das heißt, jeder von uns hat drei Leben. Komm mit, los! Ich bin Alex, passt auf, wo ihr hintretet. Echt krass. Als die Fortsetzungspläne für Jumanji bekannt wurden, war das Entsetzen groß. Zu Unrecht, wie sich jetzt herausstellt. Jumanji Willkommen im Dschungel ist viel unterhaltsamer, als der Trailer vermuten lässt. Das liegt vor allem daran, dass die Chemie der Hauptdarsteller stimmt. Die Kinderzimmer sind fantastisch, groß und voller Licht. Ich mag diese Gegend, so ruhig, sauber, hübsch. Und wo lebst du, Martin? In einer nicht so schönen Gegend, in einem nicht so schönen Haus. Ein sympathischer Junge. Wie ist sein Vater gestorben? Ein Chirurg kann keinen Patienten umbringen, ein Anästhesist schon, aber ein Chirurg niemals. An großen Namen mangelt es in The Killing of a Sacred Deer nicht. Immerhin spielen Colin Farrell und Nicole Kidman die Hauptrollen in dem Independent-Film, der in Cannes den Drehbuchpreis gewann. Ein brillanter, maximal beklemmender Psychothriller, der dem Zuschauer den Boden unter den Füßen wegzieht. My grandson, John Paul Getty III. He's got a big house. Lots of women. Which one of you is Paul's girlfriend? I am. In epischer Breite erzählt die 10-teilige Serie Trust von der Entführung von John Paul Getty III., dem Enkel des einst reichsten Mannes der Welt. Zwar setzte Regisseur Danny Boyle das Rom der 70er Jahre grandios in Szene, aber die richtige Balance zwischen Sittenroman und True Crime Story findet die hervorragend besetzte Produktion leider nur selten. Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Ich muss von meiner Familie! Darstellerpreis in Cannes, Golden Globe als bester fremdsprachiger Film. Aus dem Nichts hat von sich Reden gemacht. Die hohen Erwartungen erfüllt das Drama von Fatih Akin trotzdem nicht. So eindrucksvoll Diane Krüger auch in der Hauptrolle ist, das Drehbuch ist leider zu schematisch.